Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute spielen wir die letzte Runde Signalsoft. Und wie ihr seht an der Dienstübergabe, ich habe das Spielwerk noch, das Stellwerk noch etwas. Geil. Das Stellwerk noch ein bisschen schlimmer eingestellt, damit es mir noch mehr graue Haare macht. Und wir schauen mal, dass wir das hinkriegen, oder? Schauen wir du mal die Schicht anfangen. Genau, erstmal SBA A427. Da schalten wir hier den Selbststeller ab. SBA, Komma O256. So, und dann machen wir SBA, Komma F93, nee, F94. Genau, und dann fangen wir langsam mal an, den Bahnhof aufzuräumen. Was ist mit dem 2430? 18:19 Uhr. Ja, müssen wir mal schauen hier, was wir hier machen. Erstmal machen wir hier das hier. Was ist denn mit den 66675? Fährt? Ah, 249. Ah, okay. Also. Aha. So wie zum Thema zu 3B. Ja, schön. Du kannst dir dein Piepser gerade sonst wohin stecken. T406.Y352B. Ich sag's euch nur eins, Leute. Wenn du hier anfängst, X352B. X352B. Wenn du hier anfängst, den Bahnhof aufzuräumen, wenn totales Chaos ist, darfst du dich von solchen Sachen wie solchen retternden Telefonen oder sowas nicht stören lassen. X352. W248. Wozu? Warte, du musst erst eine Aufgabe fertig machen, verstehst? Jetzt können wir mal langsam an die Telefone gehen hier. Haben wir 166675 nach Fulda Abschnitt 437. Oh, eine 1 davor. Der 51591, was macht der? Plus 150 ist mir relativ rille. Okay. Der fährt gerade durch. Den machen wir 1. Dann machen wir auch die 1. Wie gesagt, das bringt hier nichts, auf 5 Telefongespräche zu achten. Das wird jetzt noch ein bisschen hier rumscheppern, aber das ist mir relativ rille. Neuhof, ja. Was hast du? Ja, um 47 ist mir rille. Stehen vor der Einfahrt der 49450. Was ist mit dem? FFU Gleis 2. Okay. Q73.S102. 51. So.
Was hast du hier? Willst du verschicken, oder was? Was ist mit DPN? Aha. Übrigens, für die, die sich das fragen, ich habe den 2016er Fahrplan jetzt geladen, deswegen kann sein, dass es ein paar Veränderungen hier gibt. Schauen wir mal. Habe ich, wie gesagt, einen anderen Fahrplan jetzt gekriegt. Richtig voll da aus dem Weihnachtsgleis. 37. Müssen wir mal beobachten. Der fährt erstmal da. Genau. 1, 4. So. Was hast denn du hier dann noch dahinter? Von mir aus. Sechsundsechzig. Das sind alles solche, ja, da muss man mal schauen, wie wir die da hinkriegen. Ich glaube, die tun wir zu einem Zug verbinden und fahren dann wieder hier danach dahin. Ja, was denn los? Ja, kannst du schicken. So. So. Der 276, wo bist denn den? Wo soll der hin? Ah, Gleis 6. Gut. Neukirch. Ja, schön. Der 24.30, wann sollten der noch einmal abfahren? 18.19 Uhr. So. Um 49, sehr schön. Was haben wir da denn? 15.38, okay. Gleis 1 wartet erstmal. Genau, der fährt durch, der fährt dahin, da kommt der 16.55. Ich glaube, der fährt Gleis 7. Also 1, 1, so. So. Schau, jetzt sind auch die Telefongespräche schon weniger geworden. Muss ich da mal. Das sind der 41.813 und das war einer. Ach, da. Zwei ist das noch, was darüber fährt. Nee. J. 3, 41, 8, 1. 3 nach Fulda, Abschnitt 9 zu 7. Drei, 41, 813 nach Fulda, Abschnitt 928. Ah, 341 813 Fulda, Abschnitt 928. So, jetzt haben wir die Zuglaufnummer geändert. Was tun wir mit den 42? Und vielmehr die ganzen Zugleitungsnummern.
69 zu 59. FMR 801 907. Ja, nicht so schlimm. S1.W252. W252.Y353. Jetzt. Was haben wir denn noch? Neunzehn Uhr fünfzehn. Ja, dann ab in den Güterbahnhof mit dir. So, 69 zu 59. Waren wir dich hier? 50 zu 59, Personalwechsel. Ah, genau. Genau, da kriegst du Personalwechsel. Und zwar M5 2 1. Hast du dich nicht hier gestellt, Kollege? Jetzt. So. Was mit den 2776, ja? So, der fährt jetzt ein. Und der kriegt jetzt dann gleich 69 zu 59, der wurde Güterbahnhof abgelöst. Fahren wir dann nach 52. S3.W253. 251. Ist das mal, ach so. 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 So sieht das schon besser aus hier auf dem Stellwerk. 55 zu 47. Führen der nach FB. Also, warte, eine Entschuldigung. 4 55274 F2 Abschnitt 249. Also ihr seht, wenn man hier schon abstellt, ich habe ja gesagt, dass Güterzüge natürlich wie im richtigen Leben auch richtig spät kommen können.
39i-41i. Schauen wir mal rein. Genau. Genau, ansonsten schauen wir mal. Und da kommt der wieder, okay. Der fährt durch. Der macht Perso-Wechsel im Güterbahn. Was mit den 59? Da steht nichts drin. Ja, dann hat er noch 55 zu 47. G79.Z1. S1. Entschuldigung. So, was haben wir hier? Neuhof, hast schon wieder eine Zugverspätung. S37. 66, 8. 81. Wendeauftrag. Wende Nord. Gleis 57. Kuppeln in Fulda Bahnhof auf Gleis 1 mit 66, 686. Heute als 66, 686. Richtig. So, dann hat der hier jetzt seinen Rangierauftrag gekriegt. Genau. Und der fährt jetzt ab. Also mit den 6776, was werden der? Und 401 sogar. Ah, der hält, okay. Also, O249.Z7. Genau. Und zack. Einmal dann Ausfahrt bitte. Genau, der 41 hat 13. Der fährt durch. Ja, sehe ich das richtig? Okay. Also gesagt, der wird wahrscheinlich kurz zum Halten kommen, bis der 55 zu 47 ausgefahren ist. Also, dann haben wir Gleis 8. Schaut, Gleis 8 ist jetzt so, da kommt der 55 zu 47 und dahinter kommt der 24 30. Früher war das Cantus. Jetzt mit den 2016 auf Fahrplan, das ist irgendwie was anderes. 185, so wie es eigentlich sein soll. Schauen wir mal. Auf jeden Fall wird es wahrscheinlich so sein, dass der 24:30 mit bisschen Verspätung rausfährt. In 37-57 II.
Und Gleis 9 will auch wieder raus. So, Gleis 9. 24, 9, 35. Ja. Das ist aber immer noch die 114er. So, stimmt, da steht ja noch einer. Haha. Stimmt, der steht ja noch da. So. So, der kriegt hinter dem Güterzug dann Ausfahrt. Sorry, wenn ich so wenig nebenbei erzähle hier, aber es ist wirklich zum Teil schon richtig stressig. So, der fährt dahin. 52, 9, 26. Was hat denn der? Der fährt einfach nur durch, okay. Ja, wir müssen jetzt schauen. Da kommt ja der 24, 9, 35. Ich glaube, da muss man ganz kurz an der Dings warten. Am Einfahrtssignal. Das hilft nichts, wenn ich jetzt erstmal nach Gersfeld darüber fahren muss hier. Genau. 57 II-I-Z1. Sorry. Schauen wir mal, ob wir den 49,450 erreichen. Der macht noch Personalwechsel. Das ist grandios. Das ist grandios. Was passiert mit den 42? Achso, ich habe gesagt, der fährt durch, ne? Genau.
So. Dann vereinen die sich, der fährt durch. Den ziehe ich dann gleich auf. Den werde ich wahrscheinlich woanders hinnehmen. Mal bis die da. Er fährt halt aus Versehen mal an. Aus Versehen mal ins Neunte. Wer wollte hier noch was? Mal schauen, ob das geht. Na, jetzt müsste es gehen. Den Farmer da hoch, den rangieren wir da weg. Die beiden 648 da. Die vereinigen dann mit den nächsten aus Gersthofen da, oder wie der heißt, oder? Genau. Da kommt nix. So, dann hat er Durchfahrt hier. Und der braucht dann auch Durchfahrt. Schau mal. Dann fährt er mal aus, dass wir noch gleich 9 und dann lasse ich ihn dann. Entweder will ich schnell auf Strecke schnell raus oder. Schauen wir mal. Genau. Oh, hätten wir das auch gelöst? Der macht noch Bremsprobe, das ist nicht so schlimm. Der ist auch schon am Rausfahren. Hinter dem kommt der 43108. Was macht der? Der fährt auch durch. Wenn nicht, haben wir irgendwas Schnelles? Nee, ne? Ah, doch. Den 1984. FKW. Ja. Oh, mein fleißiger Vater ist leider, war das schon gemacht. Stell schon mal Durchfahrt für den. Das ist schon mal gut. So. 23.108 fährt geradeaus. Fährst denn du hin? Mhm.
So, jetzt müssen wir erstmal hier was schauen. Rapt 4503. Rapt 45. Und zwar kriegst du noch einen Auftrag. Remagen, Wende Süd auf 155. Genau, den kriegst du noch mit. Ist das ein Neuhof? Kommt nix. Plus 97. Ja, was? Ja, was denn? Oh, jetzt geht's wieder mal los, ja. Na, dann schauen wir mal, ob wir dich loskriegen. Schauen wir mal. Da ist eins vorbereitet, dann fahr, Junge. Fahr. Habt ihr nicht umsonst aufgezogen? So. Dann wollte noch jemand was von uns? Ja, 21 Minuten. Ich habe dich versucht zu erreichen, Kollege. Wenn ich rangehe, kann ich auch nichts dafür. W251.Y353. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du ausfährst. Wenn ich ausfährst, komme ich persönlich zu dir runter. Gibt's aber nicht hier. Wir sagen, haben wir APW und dann beschwert er sich. So. Und fährst jetzt? Fährst du? Fährst du? Fährst du? Siehst du? Da beschwert er sich. Da beschwert er sich. Also das müssen sie mal noch fixen. Also das geht aber nicht hier. Zack. Aber das geht aber nicht hier. Ja, weil. Da würde sich mit abfahrbereit melden, wahrscheinlich. Wie gesagt, das nervt mich schon, so eine Kritze hier. Dumm labern können sie alle. Aber fahren? Vergiss es. So. So, 48 ist fertig zur Abfahrt. Ja, dann, den lassen wir dann wahrscheinlich. Der fährt nach FP, ja dann.
4, 6, 6, 6, 7, 5. Da kommt der. Ja, schauen wir mal. Genau. Fahr mal ein hier. So. So. O248. Punkt Z1. Ich glaube Z1. So nochmal. Genau. Soll er erstmal dahin fahren. S9-155i. Den müssen wir langsam auch mal hier verräumen. Deswegen habe ich ihn nicht darüber genommen. Was ist mit dem 24223? Der will, glaube ich, auch nach. Ja. Wir haben auch noch 150 zum Wenden. Kollege. So, ich probiere es nochmal. So. Bitte wenden und vorfahren bis zum nächsten Signal. 69 304. Oh, der ist aber relativ plan. Wow. Was für ein Respekt, dass der auch mal plan ist.
Ja. Kollege, du darfst auch mal die Klammer halten. So, 66686. Darf sowieso mal hier. Wir wenden und vorfahren bis zum nächsten Signal. Richtig. So, der bewegt sich jetzt auch. Bin gespannt. Gleich 155 kann man leider nicht sehen, oder? Das wäre zu schön gewesen. Aber ich glaube, vielleicht kann man. Ich probiere mal was. Ist gewagt, aber. S4-155i. Vielleicht können wir ja mit den komischen Kantos oder 426, was es ist, einfach da hinterherfahren. Wäre echt cool. Und nicht müssen wir es anders lesen. Wenn nicht, fährt er vom Gleis 3 oder ab der Kantos oder was weiß. Okay, warte mal. Erstmal 1, 2, 3. So. So. Kommt da was? Leute, ich bin gleich wieder da. So, bin wieder da. Da wollte noch jemand ein Paket. So. Schauen wir mal. Der 24. Ah. Hey, langt wohl doch nicht auf. Auf Gleis.
Super. Ist ja super. Hihihi. Ja, dann machen wir das anders. Genau. Nun fährt das mal auf die fünfte. Da hätte ich gedacht, da passt mal ein was. Nee. So. Genau, da passt das, da können wir den mal auf den Gegengleis rausnehmen. Nervt denn hier sonst noch? Achso, da war noch was, war sehr schön. Warte mal, wir machen mal Skiaufträge bearbeiten. Und zwar 24. Eins, warte mal, 155 I-Strich Z3. Geht aber nicht, weil es anders in die Gegenfahrstraße gestellt ist, genau. Aber jetzt muss es gehen. Jetzt schnell bevor. Genau bevor das passiert. Egal. Egal, darf er noch warten. Scheißegal. Dann machen wir wenigstens schon mal 3, 5. Und dann kann der nach 1 fahren. Ja, 69, 180. Ja. So, was ist mir jetzt passiert? Ganz einfach. Ich habe wieder mal vorschnell gedrückt.
So. So, jetzt muss man schnell hier 7, 1, 2 und 3. So, Abmarsch. So. Ist das so ein Durchfahrer? Nee, der bleibt sogar stehen. Okay. Gastfeld. Ach ja. So. Ja, ganz schön stark. Was ist ja mit Gleis 5? 24, 2, 2, 3. Ja. 69, 180. Schön, dass sie nur die Erdverbreit gemeldet. Wartet schon der nächste oder was? Geil. 24, 2, 2, 3. 24, 2, 2, 3. So. Jetzt aber. So, und jetzt müssen wir bei 24, 2, 2, 3. Wende Süd, Abschnitt. 270. Genau. So, zack. Also 5-270 i. So. Raus mit dir da. Was hast du jetzt wieder für Probleme? Also haben wir es hier richtig schön eingebaut. Aber so richtig. Aber richtig schön eingebaut. Aber so cool habe ich das noch nicht geschafft. Was ist mit dir hier los? Warum fährst du hier nicht? Hast du hier einen Selbstständigenbetrieb drin oder was? Das gibt's da gar nicht, ey. Die Technik, die begeistert. Da ist Selbststeller drin. Halleluja.
Warum geht denn das nicht, wenn ich das will? So, bloß nicht, ich kann nicht über den Verbindungsast fahren. So. Anweise für Sie, ja. So. Dann müssen wir die Weichen hier mal wieder von Hand zurückstellen. Wie gesagt, ich wollte jetzt, dass der hier mit dem vorbeifährt und dort wendet. Aber das kann ich wahrscheinlich vergessen. Und fährt er nach FKW? FKW ist so. Okay. Mal selbst die Überschritt-Taste. Jetzt probieren wir nochmal die 24223 zu erreichen. 24223. Genau, da ist die Zustimmung zur Vorbeifahrt am halbzeitigen Signal S5. Jetzt fährt er hier drüber und fährt dann hier rein. Gleis mit Oberleitung. Wichtig. Und dann hoffentlich hat sich das mal geschissen. So, Zugnummer wieder gewechselt, das ist super. So, der fährt jetzt raus. Jetzt kann man eingeben 155i i-Strich S1 Z1. Dann machen wir 155 schon mal wieder alle. Mann, Z3, Entschuldigung. Noch 57, schaut. Und C3-57 II kann man dann eingeben. Und dann haben wir den schon mal los, dann haben wir einen Knoten weniger. Ich hoffe, wie gesagt, dass der 24 zu 3, dass der zu 70 reinpasst. Das wäre krank, wenn der nicht reinpassen würde. Aber selbst wenn nicht, kann ich den einfach die Fahrstraße hinten umstellen. Ist mir dann auch egal. So, wenn der da weg ist, 58, kann ich von Gleis 3 schon nach 57 stellen. Aber da haben wir uns ja gerade ein richtiges Ei gelegt. Aber richtig. Da kam jetzt haufenweise schnell auch in das CDs, ICEs. Und die haben natürlich alle Vorrang, da kann ich einfach eine Rangierfahrt vorsetzen. Vor allem, wenn der Durchschnittsweg ja auch immer so lange geht, dass du nicht rangieren kannst. So, jetzt bin ich ja gespannt. Aber das sieht schon mal gut aus. Wenn er jetzt wirklich
Hornhöhle kenne ich den hier. Aha, ja, egal. Fährt er erst 978, ist mir dann auch egal. So, du fährst jetzt erstmal nach Z. So, ja, das geht nicht. So. Aha, okay. Von mir aus. Was total sinnlos ist, weil es in den Strom mit Oberleitung geht. Aber ist egal. Der soll jetzt erstmal rein und dann fährt der und dann ist mir jetzt auch egal. Also das war die dümmste Entscheidung. Ich halte es jetzt fest. Achtung, wieder. Turbogeräusch, genau so war die Entscheidung gewesen. Genau so war die Entscheidung gewesen, den Zug da lang zu nehmen. Genau so beschissen. Könnte ich auf Z8 fahren, ist ja dann noch egal. Muss ich dann händisch hinter dem auflösen, aber ist mir dann noch egal. Ist mir dann noch egal. So, kann der da wieder reinfahren? Der fährt jetzt über 155 endlich mal nach Z8. So, und dann haben wir das hier, das Spektakel. Halleluja, ey. Ja, da soll den 1090 überholen lassen. So, 5, nee, 2, 2 ist das. So, du fährst jetzt mal nach 5. Ja, ich weiß, dass du da stehst. Schön für dich. Ich kann leider auch nichts dafür. So. Das einstellen nicht möglich. Na dann.
Da ja doch nochmal Selbstbetrieb-Ausschalttaste rein. Mann, noch mehr da. So, ach. Ah, Durchfahrt für den gestellt, das ist auch gut. F,58 I-34 I. So, und was steht da noch in 37? Ah, okay, das. Okay, gut. Dann wissen wir da Bescheid. So. X337.O258. Das ist ein Sprinter. So. Vier, zwei, vier, zwei, zwei, null. So, N37 Strich. So, der soll auch noch kommen. So. Der 1090. So. 24935. 24935. 3, 2, okay. 24, 9, 3, 7. Kuppeln. 24, 9, 3, 7. 24, 9, 3, 7. Gleis 9. First als 24, 9, 3, 7. Genau. So. Dann nehmen wir den ganz schnell raus. So, der 70er ist auch da. S1 Punkt W252 W252 Punkt Y353. So, dann ist der auch aus. X337 Punkt O257. So. Okay.
Habe ich gemacht, weil der komischerweise der 1090 fährt nach FKW. Gleis 5 ist fahrbereit, sehr schön. So müsste er sich eigentlich melden. So. So, wie jetzt 245 Strich 155i. Haben das zweite i vergessen. O 245 Strich 155i. Also, man kriegt der noch zwei Verstärkungszüge dazugestellt. So, 58i, Entschuldigung, F, 58i-38i. So, fährt er nach 38? Vier, zwei. Oh, doch nicht gegen Glas fahren. Bauen wir uns wieder alles zu hier. Der 1090, der hat wahrscheinlich schon Abfahrt. Z7 plus N47B. B steht nämlich daran, dass wir den Durchschussweg in die Richtung stellen. Richtig. Genau, so. Genau. 16:45, der muss auch noch fahren, der hat auch noch Verspätung. Oh ne, der hat gar keine Verspätung. Der 92 hat Verspätung. Ich weise mir mal rotzfrech und nehme das hier zurück. N47.69 II. 2i. Und jetzt kann er nämlich nichts machen. Jetzt habe ich ihn nämlich Ausfahrt gestellt in 1090, damit er auch rausfährt. Eins fünf fünf II Strich Z 9. So. 1992. Oh, okay. Er fährt auch da lang. So. Jetzt haben wir wieder schon etwas aufgeräumt hier. Etwas.
Etwas. Ja, der 1090, der fährt auch. Dann machen wir O258.Z7. Ah, das geht gerade nicht. Stimmt, da fährt gerade was. Er fährt gerade was Rangiermäßiges rüber. Den hätte ich, wie gesagt, eigentlich besser auf 7 genommen. Aber was halt im Fahrplan steht. Ach, das ist ein Sprinter, der über die siebte geht. Also, das für ein Rotz. Also mal ehrlich. So. Der fährt jetzt da. 16:45 müsste auch noch fahren. Müssen wir es doch machen. Z5 Punkt. Entschuldigung. 772 I. Bei dem müssen wir. Wir kriegen den sonst einfach nicht raus. Wir haben ja da hinten schon den nächsten Schnellen stehen. Er fährt jetzt übers Gegengleis raus. Das geht auch. Jetzt machen wir mal Gleis 9. Ah, schau mal, der ist schon länger geworden. Den haben wir jetzt ja vereinigt, endlich. Zugbildung betrachten, 3 x 6, 48. Oh, schau. 2:51, abfahrbereit. Nicht, ich stehe schon 50 Minuten vor dem Signal. Bitte schön, gute Reise mit der Scheiße. Ich bin ein kooperativer Fahrdienstleiter. Ich ziehe schon auf, wenn was ist. Meldet sich der Nächste. 24:39, Gleis 9, fahrbereit. Wann hast du eine Abfahrt? 19:20 in 3 Minuten. Bieten wir dich doch gleich mal an. Und dann stellen wir halt gleich Ausfahrt. Gut. Hat schon gedacht, was ist das für ein, was ist das für ein Klimbim hier? Den stellen wir den mal Ausfahrt hier. Aber ihr seht heute, also Fulda ist schon krass. Also das ist schon nichts für schwache Nerven. Fulda. Wo ist denn hier Erlaubnis? Da ist Erlaubnis.
Ach so, da war ja noch was. Wie U,708. Wie U,712. Das ist nämlich DRS2 hier, ohne welche Laufkette. Und man hat das Stellwerk einfach nur ferngestellt. Und deswegen lass mich kurz aushören. deswegen hat man hier trotzdem immer noch keine welche Laufkette. Man hat nur in dem Sinne die Möglichkeit, wie auch beim richtigen DRS2, das so zu stellen. Wir fahren jetzt also gegengleis mit dem Güterzug bis Marbach und Marbach klemmt er sich dann wieder dahinter. So ist mein Plan. Aber da kann nämlich dann auch der Marodian überholen. Entschuldigung. Der Kaktus. Also früher war es, im letzten Spiel war es Kantus, jetzt ist ja irgendwas anderes. Ah, hast du wieder was an, zu verschenken? So, der fährt darüber. Da gibt es nicht mehr. Und es wird echt zum Ausgang. Das Let's Plays wird ruhiger. Witzig. Du musst dann natürlich auch im Endeffekt auch dann die ganzen Weichen wieder in Grundstellung machen, sonst funktioniert die automatische Fahrstraße nicht mehr. Ist auch ein Vorteil, wenn man mal nicht will, dass die automatische Fahrstraße funktioniert und nimmst dann, willst du den Selbststeller aber nicht rausnehmen, du musst einfach eine Weiche im Fahrweg umstellen. Schön auch hier. Hier blinkt es zwar nicht, aber der merkt sich auch, dass ich die Fahrstraße umstellen, die der Erlaubnis wechseln will. Und wenn der Zug durchgefahren ist, geht die Erlaubnis wieder in die andere Richtung. Ah, ist noch festgelegt. Neuruf, was hast du denn schon wieder? Kommt schon wieder was später. Ah, schau, der ist erst da unten, da kann ich locker fahren. Locker flockig. Ich würde nur gerne wissen, warum sich das hier nicht auflöst. Wahrscheinlich erst, wenn er da raus ist, oder? Schauen wir mal. Ah, jetzt. So. Und das sieht doch schon fast aufgeräumt aus aus dem Bahnhof. Echt cool. Wenn man sieht, was das am Anfang für ein Durcheinander war.
Das ist schon plus 148 Minuten. Läuft. So wie im Real Life. Güterzüge kommen nie. Kommen nie zu planmäßig. Entweder zu früh oder zu spät. Genau. So, schauen wir mal. Ein Persowechsel haben wir immer noch auf Gleis 2 stehen. Der fährt ist mir auch fraglich. Aber der muss sich auch melden mit. Hier, wir fahren ab. Ich kann natürlich. Ja, der war nur noch plus 11. Wir können ja mal, wir haben ja nur noch 5 Minuten Let's Play. Mal schauen, da kann ich auch mal schauen nach 251 und ob der fährt. Er fährt sogar. Cool. So, ja, dann Abmarsch mit dir. So, WU, 805 und WU, 806. 801 Punkt. Hier muss ich mal schauen, hier muss ich mal oben lesen. So, dann kann der nämlich da hinterher fahren dann. Der Meridian hält sowieso hier und hier und hier. Dann kann der 59886 noch davor bleiben. Plus 89. Da stand halt Fulda Gleis 2. Ja. Dann sehen wir von links kommt der 24227, aber da müsste der 6980 rausgefahren sein. So, jetzt müssen wir schauen. Jetzt wird es doch ein bisschen eng hier, weil der 6980 nicht richtig aus der Pötte kommt.
So, jetzt steht er aber gleich auch vor der Einfahrt. WU,805. WU,806. Und dann müsste der eigentlich automatisch hier den Weg durchstellen. Schauen wir mal, was er macht. Ah, da hinten nochmal. WU,801. Das ist es halt, wenn du eine Weiche vergisst, bist du am Arsch. Und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt. Zweiter Versuch. Yeah! Super. Macht er die Ausfahrt dort gleich mit? Super. So, und dann sind schon 1,5 Stunden rum. Respekt. Sorry, dass es so ein Durcheinander war, aber man sieht auch als Fahrdienstleiter, wenn man so eine beschissene Übergabe kriegt, dann ist das schon beschissen. In dem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Dies war die letzte Folge Signalsoft von meiner Seite her. Wenn ihr euch noch irgendwas wünscht, ich suche mal hier raus fürs ganze Stellwerk. Wenn ihr euch noch was wünscht, sagt einfach Bescheid. In dem Sinne, Petroleum P8 Adam 9 sagt ciao, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss!